Hallihallo, und zwar hatte ich in einem vorangegangenen Video hier schon diesen Füllstandssensor kurz getestet und vorgestellt, und der letztendlich soll ja dazu verwendet werden, den Füllstand meiner Zisterne eben zu überwachen bzw. zu messen. Und mit diesem Projekt möchte ich jetzt hier im Folgenden weitermachen und nehme mich auch dabei wieder mit. In der Zwischenzeit habe ich mir halt hier halt jetzt diverses Material bzw. Kleinteile beschafft, um halt mit diesem Projekt weiterzumachen, und zwar zum einen in Form einer Kette. Die Kette werde ich halt dazu verwenden, um daran den Sensor zu befestigen, und die Kette wird halt in der Zisterne abtauchen. Unten wird sich ein Gewicht befinden in Form eines Steines. Und mit dieser Kette kann ich das Ganze nachträglich dann eben auch nach oben ziehen, wenn da irgendwie Wartungsbedarf oder ähnliches besteht. Zur Befestigung der Kette am Stein eben im unteren Bereich bzw. im oberen Bereich der Zisterne zur Befestigung habe ich hier zum einen Karabinerhaken bzw. zum anderen auch so Ösenschrauben, sodass ich das Ganze halt befestigen kann und gegebenenfalls aber auch wieder entfernen und hochziehen kann. Bei all diesen Komponenten habe ich Wert darauf gelegt, dass diese aus VPA Edelstahl eben bestehen. Das ist so eine Zisterne, das ist ein Biotop, keine Ahnung, was da alles herumschwimmt. Und ja, ich wollte halt einfach zum Vorbeugen zumindest, damit das eben nicht innerhalb von wenigen Monaten und Jahren mir wegkorrodiert und dass das Ganze eben eine langlebige Angelegenheit werden wird. Interessanterweise gab es dieses Material hier im regionalen Baumarkt nicht zu kaufen, zumindest nicht eben in Edelstahl, hier in V4A-Ausführung. Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich musste schlussendlich selbst diese Kleinteile hier im Internet bestellen. Das hat jetzt ein paar Tage gedauert. Sei es drum, ich habe sie jetzt hier und jetzt kann es losgehen. Bis dann! So, ich habe jetzt hier noch kurz also einen halben Pflasterstein aufgetrieben. Da bohre ich jetzt schnell ein Loch rein, sodass ich dann diese Ösenschraube hier eben hineindrehen kann. Und an dieser Schraube befestige ich dann die Kette mit dem Sensor. Okay, und ja, bevor ich mich jetzt hier abgehe, hole ich mal schnell ein richtiges Werkzeug. Und damit soll es dann doch wesentlich einfacher werden. Ja, und wenn man das Gerät auch noch richtig hält, geht es rein wie Butter, und der Dübel passt jetzt hier halt auch rein. Perfekt. So, jetzt drehen wir hier noch schnell den Dübel, die Hakenschraube in den Dübel. Jetzt haben wir hier halt eine gute Möglichkeit, diesen Stein mit der Kette eben dann anzuheben. Und jetzt habe ich hier die Kette mit dem Karabinerhaken am Ende. Den kann ich hier halt jetzt einklipsen, und jetzt kann ich das Ganze relativ angenehm eben hochheben. Die Kette ist 5 Meter lang, das wird ein bisschen zu viel sein, aber die kann ich dann eben vor Ort abtrennen und auf die richtige Länge kürzen. So, und in einem nächsten bzw. fast schon letzten Schritt muss ich jetzt hier noch diesen Pegelsensor, die Sonde selbst eben an der Kette befestigen. Ich werde das in so einer Höhe ungefähr machen, dass da vielleicht bis zum Boden in etwa 20 cm übrig bleiben. Das werde ich nachher nochmal einmessen. Und auch das Kabel werde ich hier in der Kette immer wieder ein bisschen fixieren, und dass man das nachher halt schön an der Kette herausziehen kann, ohne das Kabel zu strapazieren. Ich werde das zunächst mal mit Kabelbindern provisorisch machen, und ich habe hier aber auch so ein Edelstahldraht, um das auch wieder langfristig bzw. langlebig zu gestalten.
So, dann bin ich jetzt an dieser Stelle fertig mit den Vorbereitungen. Ich hatte jetzt hier eben diese Sonde mit dem Kabel an der Kette hier festgebunden mit Kabelbindern. Das ist jetzt so ausgemessen, dass es eben 20 cm vom Boden eben über dem Boden sich befindet. Das muss man dann halt bei der Berechnung entsprechend beachten. Und ich kann jetzt über die Kette dieses ganze Konstrukt eben anheben und werde das jetzt Bausalz an der Zisterne eben installieren, die Kette oben einhängen und dann habe ich da immer Zugriff drauf. Ja, ich befinde mich jetzt hier mittlerweile eben auf der Baustelle. Man kann den Rohbau hinter mir erahnen. Das Erdgeschoss wird hier gerade gemauert. In unserem Fall geht es ja diesmal jetzt hier vorwiegend um die Zisterne und um die Pegelstandsmessung innerhalb der Zisterne. Die Zisterne steht eben schon an Ort und Stelle. Um die soll es jetzt gehen. Und die öffne ich jetzt mal und werde da eben dann schauen, wie ich diese Apparatur, die ich im Vorfeld hier vorbereitet hatte, eben unterbringe bzw. befestige. Bis gleich. Ich habe die Zisterne jetzt hier eben geöffnet. Man kann das sehen, der Deckel liegt jetzt hier vor der Zisterne. Und wenig überraschend, in der Zisterne selbst befindet sich eben noch kein Wasser. Das ist jetzt hier im Wesentlichen ein leerer Betonschacht halt. Man sieht hier, kann man gut den Zulauf sehen, der ist eben noch nicht angeschlossen. Und hier in etwa dürfte sich der Überlauf befinden, da fließt das Wasser dann halt ab. Das Wasser wird also nicht hier hochsteigen bis zu der Revisionsöffnung, sondern halt auf dem Niveau dieses Rohres bleiben. Das sind, wenn ich das beim letzten Mal richtig im Kopf habe, irgendwie so 2,9 Meter bis hierhin. Ich werde die Zisterne jetzt aber zum einen mal richtig vermessen, damit ich nachher halt über die entsprechende Mathematik herausfinden kann, wie viel Wasser sich da tatsächlich drin befindet. Und zum anderen muss ich ja die Messapparatur, die ich gebaut habe, hier befestigen. Also die Idee ist es quasi, diese Kette, die ich hier gebaut habe, hier mit so dem Karabinerhaken irgendwie eben am Rand an diesem Betonring einzuhaken, sodass sich die Kette eben hier befindet und dann dazu gedient oder genutzt werden kann, um das nachher dann auch wieder herauszuziehen, falls man doch mal an diesen Sensor heran muss. Ich werde das natürlich jetzt auch nur insoweit vorbereiten können, dass halt das Kabel sich hier im oberen Bereich befinden wird. Später wird das eben dann noch an den KNX-Bus verbunden werden. Und die Idee ist aktuell sogar, dass quasi die Zisterne, die sich jetzt hier befindet, über eine Außenlinie eben angebunden wird an den Bus, über einen analogen Eingang. Und überhaupt diese ganze Außenlinie und auch die Komponente dafür wird sich in der Garage befinden. Die Garage wiederum wird sich hier befinden, wo ich jetzt eben stehe, in diesem Bereich hier. Man kann sehen, aktuell halt noch Baustelle, das kann man jetzt so gar nicht vorbereiten, beziehungsweise nicht abschließen. Ich kann das halt nur so weit vorbereiten, dass das Kabel hier schon mal heraushängt und dass man das dann nachher nur noch anschließen muss, wenn es dann in einem halben Jahr oder so der Rest des Gebäudes halt und der Infrastruktur dann bereit ist. So, und zur genauen Vermessung der Zisterne muss ich da eben jetzt mal hineinklettern, damit ich den Innendurchmesser oder Innenradius eben bestimmen kann. Man hat gesehen, die Zisterne sind etwa 3 Meter hoch und um da hinein und heraus klettern zu können, brauche ich eine Leiter. Die hole ich mir jetzt hier eben mal hinten aus dem Kellergeschoss. Ja, man kann es sehen. Ich habe hier jetzt die kleinste Leiter erwischt, die es auf der Baustelle gab. Die ist wahrscheinlich 4 Meter lang oder so. Aber lieber zu lang als zu kurz und ich kletter da jetzt mal hinein. Bis gleich. Ich befinde mich jetzt hier in der Zisterne. Man kann es hören, die Akustik ist hier halt nicht so besonders toll. Es halt sehr stark, weil das hier halt der
der Schall natürlich immer halt reflektiert wird. Man kann sehen, die Zisterne ist halt noch leer. Ich stehe jetzt hier in einem halben Zentimeter oder so Wasser. Das ist nicht weiter schlimm. Aber es ist halt hier vor allem deutlich geräumiger als zum Beispiel in einem Revisionsschacht. Die habe ich ja in vorangegangenen Videos schon vorgestellt. Und ja, hier kann man sich tatsächlich so mal bewegen. Und wenn ich jetzt meine Arme zum Beispiel voll ausstrecke, komme ich gerade so von Wand zu Wand. Also das ist hier ganz angenehm, sich zu bewegen. Nachher, wenn das natürlich hier mit Wasser voll steht, ist das nicht mehr ganz so toll, wird es sein. Und insbesondere wird das halt in so einer Zisterne, da fließt ja Regenwasser hinein. Das würde jetzt hier biologisch gesehen eher nicht so toll, sich da drin aufzuhalten. Also da kann es Gase und was nicht alles geben. Das heißt, da will man nachher, wenn sie es vermeiden lässt, eben nicht hinein. Insofern bereite ich diese Arbeiten jetzt vor, vermesse die Zisterne und muss dann hoffentlich so schnell jetzt hier dann nicht mehr wieder hin. So, ich habe jetzt hier die Kamera so eingespannt, dass man hoffentlich sehen kann, was ich hier im Bodenbereich eben tue. Ich habe hier halt jetzt einen Zollstock dabei und jetzt werde ich einfach mal versuchen, den Durchmesser, den Innendurchmesser eben zu bestimmen. Das ist ja nachher dann Zylinder und das lässt sich dann relativ einfach, sollte sich das eben ausrechnen lassen, wie viel Wasser in Litern sich dann hier drin befinden, wenn man eben die Geometrie der Konstruktion kennt. Das wird natürlich alles nicht hundertprozentig genau und perfekt werden, weil es jetzt auch nicht ganz trivial werden wird, hier genau durch den Mittelpunkt eben zu messen. Aber ich gebe mir Mühe und ich werde es sogar so machen, weil hier noch ein bisschen trocken ist. Und dann macht es dann wahrscheinlich mehr Sinn, anstatt hier jetzt alles im Wasser irgendwie zu versenken. So. Ich kann natürlich jetzt nur schätzen, wo wirklich der Mittelpunkt dieses Kreises ist. Also hier sind 1,50 Meter und von hier sind es dann nochmal 47 cm. Also der Innendurchmesser sind 1,97 Meter, 197, auch für mich selbst zu Protokoll gegeben, falls ich nachher kein Datenblatt hier auftreiben kann von dieser Zisterne. Werde ich eben mit diesem Wert arbeiten, 1,97 Meter. Und dann ist vielleicht noch interessant, wie weit es nach oben reicht, bis zum Überlauf. Und das wären, also hier ist 1,90 und die Unterkante des Überlaufs. Befindet sich bei 1,92 Meter. Und mit diesen Werten und ein bisschen geometrische Grundkenntnisse lässt sich jetzt halt die Kapazität ausrechnen und nachher auch der Füllstand über die Höhe, die das Wasser hier quasi einnimmt. Genau, das war schon die Arbeiten, die jetzt hier innerhalb der Zisterne zu erledigen waren. Jetzt kann ich da wieder rauskrabbeln. Einen Wert werde ich vielleicht aus Interesse noch messen. Und zwar den Wert an der Oberkante der Öffnung, wobei sich das wieder schwierig gestalten wird, eben bis zum Überlauf. Aber das ist ein knapper Meter, also das sind auch so wie 95 cm. Das hatte ich ja mit dem Lasermessgerät auch schon mal gemessen, von oben von der Kante. Und da waren das dann gewesen, wenn ich mich richtig erinnere, 2,90 Meter. Das heißt, das stimmt ganz gut überein mit diesen 95 von hier aus gemessen bis zur Revisionsöffnung eben. Gut, das war's. Ich klappe jetzt hier wieder heraus und melde mich dann von oben wieder. Da geht es dann weiter mit den Bohrarbeiten noch. So, und jetzt hier im nächsten Schritt geht es eben darum, diese Konstruktion, die ich hier gebaut hatte mit dem Stein und der Sonde, das lasse ich jetzt hier eben herab an der Kette und werde dann eine Möglichkeit suchen, die Kette hier im oberen Bereich zu befestigen, sodass man das Ganze eben jederzeit wieder herausziehen kann. Und ja, ich bastel hier mal ein bisschen herum und präsentiere euch dann das Ergebnis bzw. zeige euch, wie das Ganze dann nachher aussieht. Thank you.
wenn du jetzt hier eben einmal mehr in der Zisterne selbst, man kann hier jetzt die Kette sehen, an der das Ganze eben nach unten geführt wird, am Boden befindet sich dann dieser Stein als Gewicht einfach, damit das hier jetzt eben nicht sonderlich groß hin und her wackelt. Die Sonde selbst ist jetzt hier eben an der Kette montiert. Die Kette ist aber, wie man sehen kann, lose, eben unbelastet. Das Gewicht des Steins liegt hier am Boden auf. Und das ist jetzt auch so gebaut, dass halt die Sonde an der Stelle, wo eben gemessen wird, 20 cm über dem Boden steht. Das heißt, das muss man auch in die Berechnung mit einbeziehen. Das ist aber einfach dem geschuldet, dass ich davon ausgehe, dass sich die Zisterne hier eben mit Schlamm und Dreck zusetzen wird. Und insofern kann das ja nicht schaden, ein bisschen Abstand vom Boden zu halten. Und oben ist das halt jetzt hier über die Dübel, ist die Kette einfach fixiert. Und den Rest, das habe ich jetzt noch nicht eingekürzt, das lasse ich erstmal so, wie es ist. Ich werde das eben auch hier montieren, sodass man hier halt entsprechend Spielraum hat. Später, wenn dann die Gerade steht und ich wirklich weiß, wie diese Linie geführt werden wird oder diese Kabel, diese Leitung eben geführt werden wird, wird man hier eben eine Installationsdose anbringen müssen, wird das Ganze verdrahten und eine Kernbohrung oder einen halt durch den Beton durchbohren müssen, um das Kabel dann in den Außenbereich führen zu können. Aber soweit ist das jetzt erstmal vorbereitet und das kann ich jetzt so lassen, wie es eben ist. Und werde das Thema dann wieder aufgreifen, wenn irgendwie die Infrastruktur dafür eben schon zur Verfügung steht. Damit wäre ich jetzt mit diesem Projekt eben einen Schritt weiter. Klar, da muss auch noch eine Menge getan werden. Das ist jetzt nur die erste Vorbereitung gewesen. Das muss eben jetzt noch verbunden und verklemmt werden. Da muss es Außenlinien geben, um das eben auf den KNX-Bus zu bringen. Dafür muss aber erst die Garage stehen und ja, das kommt einfach später. Aktuell gab es jetzt hier auf der Baustelle einfach nicht irgendwie sonderlich viel zu tun. Und das war jetzt so ein Schritt, den ich im Kopf hatte, den kann ich jetzt abhaken. Und da kann ich dann später weitermachen. Jetzt räume ich hier noch kurz auf und dann ist das Thema jetzt erstmal durch. Bis dann!